Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns im Schweizer Gesundheitsfernsehen. Heute freue ich mich wieder auf Dr. Med. Matthias Meyer. Er ist Unfallchirurg und Orthopäde und ein ganzheitlicher Arzt, wie ich es mir wirklich aus tiefstem Herzen für alle wünsche. Und heute spreche ich mit ihm über Autoimmunerkrankungen und auch da wird er uns neue Perspektiven aufzeigen. Ein Gespräch, das sich sicher lohnt. Bleiben Sie dabei. Hallo, lieber Matthias. Hallo. Ich freue mich riesig. Diese Gespräche sind so inspirierend und ich habe auch schon gesagt, je mehr wir selber verstehen, desto mehr können wir auch mündig werden und für uns neue Wege gehen. Und da hilfst du ganz viel dazu, trägst du dazu bei. Und heute sprechen wir über das Autoimmunsystem, über unser Immunsystem. Und das ist ja wirklich auch immer so, dass man so manchmal die Idee hat, es arbeitet gegen uns oder es ist ein Fehler. Und da bin ich mal auf deine Sichtweise wirklich sehr gespannt. Also ich habe das ja auch gelernt im Medizinstudium, dass es Autoimmunerkrankungen gibt und dass unsere Zellen sich gegen uns selbst richten. Und muss zugeben, dass ich da auch eigentlich nicht allzu viel Gedanken daran verschwendet habe, wenn mir das so beigebracht wird. Und dann lerne ich das. Und was sind die Therapieschemen für das? Ich bin ja eigentlich noch sehr unwissend in der Medizin und nehme das an, was mir gesagt wird. Und dann weiß ich, welche Erkrankungen es gibt und welche Therapieschemen auf dieses oder jenes Problem anzuwenden sind und gehe dementsprechend vor und habe dann meine Erfolge oder auch nicht. Mhm. Aber ich habe meinen Job gemacht. Aber Gedanken, wie so etwas überhaupt passieren kann, kamen mir eigentlich nicht erst. Aber im Grunde genommen ist es ja schon irgendwie ein merkwürdiger Prozess, dass in meinem Körper mein Immunsystem sich überlegt, dass es sich gegen mich richten will. Das scheint irgendwie unsinnig zu sein. Und in der Natur wüsste ich auch nicht, wo es sonst passiert, außer bei Menschen und bei Haustieren. Ja. Da gibt es Autoimmunerkrankungen, wie man sie so nennt. Mittlerweile sind es schon über 100. Und in den letzten Jahren vor allen Dingen, davor zwar auch schon, aber es ist eine Riesensteigerung von Autoimmunerkrankungen, teilweise auch von Dingen, die ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Okay. Und ich glaube, es sind auch neue Erkrankungen, die immer wieder dazukommen. Die Frage ist nur, sind das alles neue Erkrankungen oder sind das andere Manifestationsgeschichten oder Geschehnisse, die aber aufgrund irgendeines Problems sich nur anders darstellen und vielleicht eine gemeinsame Ursache haben? Wenn man sich überlegt, wie das Immunsystem eigentlich reift, dann sind diese T-Lymphozyten, also weiße Blutkörperchen, die werden dann in der Kindheit und der Jugend, müssen die einmal über den Thymus, das ist ein Organ, was sich an dem oberen Brustkorb vor der Aorta befindet. Und da müssen alle durch und der Thymus sortiert die Zellen raus, die selbst von fremd unterscheiden können oder eben nicht unterscheiden können. Und etwa 90% dieser weißen Blutkörperchen überleben diesen Prozess nicht und werden vernichtet, weil sie nicht explizit genug fremd von eigen unterscheiden können. Das ist sehr wichtig, sonst wäre tatsächlich dieser Autoimmunprozess damit erklärbar. Wenn man jetzt mal annimmt, dass ein paar von denen doch irgendwie durchschlüpfen und anfangen, eine Autoimmunreaktion durchzuführen, könnte man damit immer noch nicht erklären, warum das Ganze in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Man kann das nicht auf die Genetik schieben, weil die Genetik die Aufgabe hat, jede Generation besser an die Umgebung zu adaptieren und gesünder zu werden. So ist es immer schon gewesen und so ist es immer noch, nur nicht bei den Menschen in westlichen Ländern oder zumindest in der ersten Welt und jetzt auch bei Haustieren. Das heißt, da muss man sich fragen, wie kann man denn diese Diskrepanz erklären? Und wir hatten ja mal die Überlegung, dass das Immunsystem vielleicht nicht unbedingt eine Infektabwehr grundsätzlich machen will, sondern eher versucht, einen Reparaturmechanismus darzustellen auf eine Gewebeschädigung. Und wenn ich das so interpretiere, dann ist eine Autoimmunerkrankung eigentlich gar keine Autoimmunerkrankung, sondern wir hatten ja auch über Barrieren gesprochen. Es muss irgendwie vorher eine Barriereschädigung gewesen sein. Irgendwas ist in mich hineingekommen, was nicht in mich hineingehört und hat vielleicht auch die Barrieren der einzelnen Zellmembranen geschädigt. Genießen Sie fesselnde Interviews aus unserer umfangreichen Datenbank von über 4000 Videos. Ohne lästige Unterbrechungen. Erleben Sie ungestörten Videogenuss auf Wikisana. Das Immunsystem erkennt eine Barriereschädigung, in diesem Fall
einer Zelle oder eines Organs und räumt die geschädigten Zellen ab durch eine Entzündungsreaktion. Dadurch sieht es von außen aus, als ob mein Immunsystem ein Organ angreift. Aber in Wahrheit ist es vielleicht, und das ist nur eine Spekulation meinerseits, aber es macht für mich viel mehr Sinn und erklärt auch den Erfolg der Behandlungsansätze, dass es keine Autoimmunerkrankungen gibt, sondern das Immunsystem macht ganz korrekt seinen Job, findet Zellen, die nicht zu mir gehören, weil sie Oberflächen präsentieren, die nicht zu mir gehören und dementsprechend auch abgeräumt werden müssen. Und das ist ein Prozess, der aussieht, als ob mein Immunsystem meine Organe eingreifen würde, wenn es in Wahrheit nur Dinge abräumt, die nicht zu mir gehören, was dann auch tatsächlich korrekt wäre. Und da muss man sich fragen, wieso sollten Zellen Oberflächen exprimieren, die nicht meinen eigentlichen Oberflächen entsprechen? Und da gibt es natürlich verschiedene Ideen. Es gibt viele Autoimmunerkrankungen, Experten auf der Welt, die auch diese Manifestation von diesem Problem anerkennen als ein umweltinduziertes Problem, dass Rauchen und Alkohol beispielsweise meine Barrieren schädigen und sie durchlässiger machen für Fremdeiweiße, die wiederum auch teilweise aufgenommen werden von Zellen und dann falsche oder nicht zu mir gehörige Proteine an der Oberfläche exprimieren und dementsprechend die Reaktion kommt. Es kann sein, dass das durch Antibiotika, Pestizide und andere Medikamentenformen mitbedingt wird. Rauchen, Alkohol oder alles Mögliche, was irgendwie zu einer Barriereschädigung führt. Oder eben, indem ich etwas direkt in den Körper hineinspritze, was nicht in den Körper gehört. Und wenn da Inhaltsstoffe drin sind, die in die Oberfläche integriert werden, beispielsweise hatten wir das mit dem Squalen, das ja im Golfkrieg für die Anthraximpfung benutzt wurde und dementsprechend Probleme gemacht hat, ist auch in der letzten Impfung enthalten. Und wenn das dann Oberflächen in die Zelle macht, die das Immunsystem als fremd erkennt, dann wird es eine solche Reaktion geben müssen. Oder es sind Eiweiße oder Virusproteine, die dann aufgenommen werden, im Übrigen auch durch einen nicht natürlichen Infektionsprozess, sondern durch ein unnatürliches Hineinbringen von Dingen, die so gar nicht in meinem Körper drin gewesen wären. Und die Zelle das dann aufnimmt und dann dementsprechend die Proteine präsentiert und dementsprechend abgeräumt werden. Und wenn man das natürlich jetzt irgendwie versuchen möchte, rückgängig zu machen, dann muss man versuchen, zum einen die Barrieren wieder zu schließen, also Haut und Schleimhäute wieder zu stärken, und zum anderen eine Entgiftungsreaktion durchzuführen, damit diese Fremdproteine möglichst ausgeschieden werden. Das wird manchmal gut funktionieren, manchmal vielleicht ein bisschen weniger gut. Das hängt auch von der Physiologie desjenigen ab, der entgiften muss. Aber eine Möglichkeit, das zu tun, ist über die Ernährung. Das heißt, man versucht, möglichst wenig Chemikalien in seiner Ernährung zu haben, was ja mittlerweile nicht mehr ganz so einfach ist. Also möglichst gesundes Essen, möglichst gesundes Wasser, möglichst wenig Chemie und Medikamente und andererseits möglichst wenig Spritzen mit Inhaltsstoffen, die nicht zu mir gehören. Das kann auch eine Cortisonspritze sein oder auch eine Vitamin-C-Spritze. Habe ich ja meistens nichts gegen, wenn es etwas ist, was in mein System integrativ benutzt werden kann. Aber trotzdem wäre es natürlicher, es über den Mund, über die Schleimhaut und die Barrieren aufzunehmen, als etwas in den Körper zu drücken, was nicht zu diesem System gehört. Ich möchte vielleicht noch sagen, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, wir haben ja andere Sendungen gemacht, wo du wirklich auch die Barrieren und all diese, das sind eigentlich wie Lehrsendungen, kann man sagen, die sich unbedingt auch lohnen anzuschauen, dass man jetzt auch wirklich alles gut versteht und nachvollziehen kann. Es baut tatsächlich ein bisschen aufeinander auf, genau. Ohne dass ich jetzt alles nochmal wiederhole. Ja. Also falls jemand das jetzt sieht und nicht ganz nachvollziehen kann, was ich gesagt habe, vielleicht erst das Barrierenvideo anschauen, dann das Allergievideo. Und für mich ist die Allergie wie eine Art Immunreaktion nach außen. Und dann habe ich Niesen, Schnupfen, Husten und diese Sachen. Und die Autoimmungeschichte ist mehr, es hinkt ein bisschen, aber wie eine Allergie nach innen. Weil die Proteine nicht hinaus befördert werden, sondern von innen von Zellen präsentiert werden und wird es nach innen abgeräumt und dann versucht zu entgiften. Und es gibt ja auch Leute, die von Autoimmunerkrankungen heilen können. Das sehe ich zum Beispiel auch in meiner Praxis. Denn die Frage ist ja dann auch, wo tritt das Symptom auf? Welche Autoimmunerkrankung wird jetzt wer bekommen? Weil angenommen, jeder hat das gleiche schädigende Protein bekommen,
Wer bekommt ein Hashimoto, also eine Schilddrüsenproblematik? Wer bekommt einen Morbus Crohn? Wer hat einen systemischen Lupus erythematodes? Wer hat nachher eine Neurodermitis? Das sind ja alles anerkannte Autoimmunerkrankungen. Und in meiner Vorstellung ist es, und das sehe ich auch anhand der Röntgenbilder, dass die Fehlstellungen an der Wirbelsäule mir eine, nicht Garantie, aber ich kann zumindest mal abschätzen, wo die Schwäche sein wird. Wo wird etwas schlechter entgiftet? Weil das autonome Nervensystem muss diese Leistung erbringen. Mhm. Wenn ich beispielsweise am 7. Halswirbel Druck auf dem Nervensystem habe und das ist der Nerv, der zur Schilddrüse führt, dann kann vielleicht eine Schilddrüse, eine Entgiftung schlechter funktionieren als vielleicht am Ellenbogen oder am kleinen Finger oder im Knie. Und wenn ich dann also ein Problem lokal habe, ist das für mich der wahrscheinlichste Ort, wo eine solche Erkrankung stattfindet. Schaffe ich es, den Druck rauszunehmen, die Wirbelsäule wieder aufzurichten, die Nervenversorgung des Organs zu verbessern, ist das eine Möglichkeit, Funktion zu verbessern und dementsprechend auch eine Autoimmunreaktion runterzufahren. Und ich habe es auch schon oft gesehen, dass ein Hashimoto dann verschwindet und dementsprechend keine Medikamente mehr eingenommen werden müssen. Das habe ich auch bei Morbus Crohn erlebt. Ich habe es auch bei verschiedenen Hauterkrankungen gesehen, die als Autoimmun klassifiziert wurden. Ja, und das macht so Sinn, was du sagst. Und eben, es korrespondiert auch mit meiner Wahrnehmung. Ich habe Menschen, die erzählen mir von ihren Rückenproblematiken, gleichzeitig Haut oder Darm. Und eben, was du sagst, das macht so viel Sinn. Eigentlich logisch. Der Aufbau des Systems, wo ist etwas blockiert, wo geschieht etwas. Und wenn ich mir vorstelle, wie normalerweise das angeschaut wird, eben nur so punktuell, da liegt schon darin ganz viel Leid vorprogrammiert. Kann ich nicht widersprechen, ja. Das ist so. Ja. Und weil in meiner Vorstellung ist es ja auch so, dass wenn ich ein bestimmtes Symptom habe, beispielsweise ein Morbus Crohn oder eine Schilddrüsenproblematik, dass das immer nur ein lokales Symptom ist, aber letzten Endes integrativ in ein System eingebettet. Mhm. Weswegen gerade da ein Problem ist und nicht woanders. Ja. Das liegt an meiner Gesamtstruktur. Ja. Und an den individuellen Geschichten, die halt mir passieren und vielleicht demnächst nicht. Und es muss auch nicht immer gleich sein. Wenn ich 10 Leute habe mit der Hashimoto-Thyreoiditis, haben vielleicht nicht alle die gleiche Schädigung. Manche haben vielleicht mehr Probleme mit Rauchen, Alkohol und haben eine durchlässige Wand deswegen. Manche haben vielleicht sehr viel Antibiotika genommen. Manche haben eine Fehlstellung in der Wirbelsäule. Aber diese Wirbelsäulengeschichte, die finde ich in 100% der Fälle. Es ist immer so, egal worum es geht. Es kann ein Symptom sein am kleinen Finger oder es kann eine Warze am Finger sein. Ich finde immer die entsprechende Fehlstellung am Nerv, der zu diesem Symptom führt, auch bei Autoimmunerkrankungen. Hochspannend. Ich habe es auch schon gesehen, dass jemand zu mir kommt mit ganz vielen Warzen an der Hand. Mhm. Ich behandle Hals- und Brustwirbelsäule. Nach 1-2 Wochen waren die Warzen weg. Wow. Man kann das ja auch dann interpretieren, indem die Schulmedizin sagt, das ist eine Virusinfektion. Das ist ja ein bestimmtes Virus, was eine Warze produziert. In meiner Wahrnehmung wäre es zu sehen als ein Versuch, eine Barriereschädigung zu stabilisieren, indem man da etwas drüber baut und dementsprechend eine festere Barriere bildet. Ist das nicht mehr notwendig, weil mein Stoffwechsel gestärkt wird, kann das diese Barrierestärkung wieder abbauen und eine normale Barriere entsteht. Dementsprechend kann eine Warze sich wieder rückgängig machen lassen dadurch. Ich bin absolut begeistert von dieser tiefen Logik. Und das macht für mich so Sinn, eben auch, dass unser Körper nichts einfach so macht und dass es einfach für alles wirklich eine Möglichkeit gibt. Absolut. Wie ist es denn, hast du auch schon Erfahrungen bei Menschen mit jetzt Colitis ulcerosa zum Beispiel, weil das kenne ich nur schon in meinem Bekanntenkreis, die haben wirklich einen ungeheuren großen Leidensdruck und machen eigentlich alle Symptombekämpfung, weil sie eigentlich wie dann sonst zu wenig Lebensqualität hätten. Und das macht natürlich wieder eine Barriereschädigung. Ist da auch eben Barriereschädigung? Aber hast du da auch in der Wirbelsäule, hast du da auch Fehlstellungen? Absolut. Ja. Immer wieder, egal worum es geht. Bei diesen Autoimmunerkrankungen wird ja auch viel Cortison oder immunsystemhemmende Medikamente benutzt. Genau. Und wenn man sich vorstellt, dass das Immunsystem ja dazu da ist, Gewebe zu reparieren und dass das eine Entzündung ausmacht, und wenn man das hemmt, kann man sich vorstellen, dass die Gewebereparatur nicht mehr gut stattfindet. Ja. Das heißt, in meiner Vorstellung ist das ein bisschen widersprüchlich zu dem, was man eigentlich erreichen möchte. Ich weiß, dass dadurch das Symptom etwas erträglicher wird, aber es hilft mir nicht, das Problem zu lösen. Ja.
Wenn ich aber es schaffe, dem autonomen Nervensystem und dem Immunsystem mehr Kompetenz zuzutrauen und dementsprechend eine Entzündung vielleicht sogar zu fördern und die Barrieren repariere, dann ist die Entzündung nach einer gewissen Weile dann nicht mehr notwendig. Ja. Das Gewebe repariert worden ist. Es ist ja, wenn ich mir einen Knochen breche, kann mein Nervensystem auch einen Knochen zusammenwachsen lassen. Mhm. Und Haut und Schleimhäute reagieren besonders schnell. Ich kann innerhalb von 6 Wochen eine komplett neue Darmschleimhaut aufbauen. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden habe mit einem solchen entzündlichen Darmproblem, wenn alles gut läuft, ist das spätestens nach 6 Wochen erledigt. Ja, das ist ja so wunderbar, weil ich kenne Menschen, die sie hatten vielleicht zuerst auch massiven psychischen Stress, noch einige, die ich jetzt kenne, also einen chronischen Stress, sage ich mal. Und dann ist der Stress noch größer geworden durch diese Erkrankung. Und dann ist dann wie ein Teufelskreis, das verstärkt sich und kumuliert sich immer mehr. Und mit diesem Ansatz schulmedizinisch, das meine ich jetzt nicht böse, aber da hat man ja... Ich beobachte, dass das in Menschen, die ich gut kenne, das wird immer schwieriger und schlimmer, oder? Die ganze Lebensqualität ist da teilweise weg. Ja, absolut. Und wenn ich dann immer auf Medikamente angewiesen bin, damit ich meinen Job machen kann, damit ich eine Partnerschaft haben kann, dass ich eine Familie irgendwie ernähren kann, dass ich auch arbeiten kann und ich krank bin ständig, oder ob ich das nicht brauche. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ja, absolut. Und gerade für junge Leute. Und da kann man theoretisch zumindest helfen. Es wird nicht bei jedem gleich gut funktionieren, aber ich habe insgesamt relativ viel positive Erfahrungen damit gemacht. Ja. Hast du auch irgendeinen Erfahrungswert bei Menschen mit MS? Auch diese neurologischen. Ich habe einen Patienten tatsächlich mit einer MS, der hat eine medikamentöse Therapie begonnen, kam zu mir. Wir haben die Wirbelsäule behandelt und das ist jetzt 5,5 Jahre etwa her, dass er sich bei mir vorgestellt hatte. Und der nimmt nichts und ist beschwerdefrei. Ja. Ich habe aber auch, und das will ich auch gar nicht verschweigen, Leute mit MS, die sehr schwierig zu therapieren sind. Nicht, weil die Wirbelsäule ein Problem ist, sondern weil diese neurologischen Schädigungen noch viel langsamer zu heilen scheinen insgesamt als beispielsweise eine Schleimhautproblematik. Es liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass Nervengewebe nicht so schnell heilt wie eine Schleimhaut zum Beispiel. Ja. Das ist beim Parkinson auch so, dass bei den meisten Patienten das ein Prozess ist, der über Monate, manchmal auch Jahre langsam besser wird. Manchmal auch nicht so gut, dass es wirklich befriedigend ist, aber es wird meist besser. Ja. Und bei MS ist das ähnlich. Ich muss versuchen, die Nerven scheiden, die ja dann von dem Nervensystem, vom Immunsystem angegriffen werden, beziehungsweise das, was an dieser Nervenscheide an der Oberfläche ist, abgeräumt wird, macht er diese Entzündung und das macht die Symptomatik. Aber ich meine, Nervenscheiden sind zu 99% Cholesterin. Und da muss man sich fragen, warum sollte das Cholesterin jetzt irgendeine Oberflächenstruktur haben, die ein Problem für das Immunsystem darstellt? Und dann muss ja irgendein Fett in den Körper hineingebracht worden sein, was sich in diese Nervenscheide integriert, was dann wiederum ein Fremdprotein darstellt oder eine fremde Oberfläche. Ja. Und das alles abzuräumen, das dauert Zeit. Und ich glaube, jetzt gerade bei MS kommt mir natürlich auch das Coimbra-Protokoll und eben auch dann wirklich auch Entgiftung. Ja. Aber warum funktioniert das Coimbra-Protokoll? Weil es Vitamin D auch das Immunsystem stärkt. Mhm. Das Immunsystem repariert Gewebe. Also alles, was ich tun kann, um mein Immunsystem zu stärken, wird eine Gewebereparatur fördern. Mhm. Und dazu gehört Vitamin D zum Beispiel. Deswegen ist auch eine gesunde Sonnenexposition wichtig für mich. Leute, die sich nur zu Hause verstecken und nicht mehr in die Sonne rausgehen wollen oder aber sich so einschmieren, dass sie kaum noch Vitamin D produzieren können, ist dann auch nicht sinnvoll. Ja, und bei Frauen ist der wirklich ein bisschen ein Hype. Also wenn ich sage, ich nehme keine Tagescreme mit Sonnenschutz, sagen, ja, aber weißt du, deine Falten und so. Und da ist der wirklich übertrieben in jeder Tagescreme, obwohl sie vielleicht den ganzen Tag im Büro sitzen, hat Sonnenschutzfaktor drin, weil man eben eine so überhöhte Angst hat vor der Sonne, vor Falten. Und dabei ist das ja Lebenskraft. Alles gedeiht nur mit Sonne. Natürlich nicht übertrieben, so wie wir es halt oft machen, das ganze Jahr im Büro. Dann gehst du eine Woche in den Süden und da kann man nicht genug kriegen, sondern dass man halt jeden Tag, auch dass der Körper sich an die Jahreszeit gemäß adaptieren könnte. Genau.
Und es ist gut, dass du das auch noch sagst. Ja. Weil, ja. Ich versuche auch natürlich, wenn im Frühling die Sonne wieder rauskommt, mich langsam zu adaptieren. Ja. Wenn ich dann gleich viele Stunden auf dem Fahrrad in den Bergen verbringe und dann völlig verbrannt nach Hause komme, ist das nicht sinnvoll. Nein. Aber wenn ich mich langsam an die Sonne gewöhne, dann kann ich im Sommer auch ein oder ein bisschen länger Stunden in der Sonne bleiben, ohne dass ich dann deswegen einen Sonnenbrand bekomme. Ja. Und ich glaube, so ist es gedacht. Ja, je mehr Hautbräune ich habe, desto einfacher ist es für mich, dann auch dieses Vitamin D aufzunehmen bzw. die Sonnenstrahlen auszuhalten. Und da sieht man zum Beispiel auch in Schweden während der Corona-Zeit waren es ja vor allen Dingen die somalischen Einwanderer, die ein Problem hatten, die krank geworden sind, auch gestorben sind, abgesehen von den ganz Alten. Aber der Grund dafür, denke ich, ist, dass die mit einer schwarzen Haut in Schweden bei der Sonneneinstrahlung überhaupt kein Vitamin D produzieren. Dementsprechend Gewebereparaturmechanismen schlechter funktionieren. Ja. Das ist ja ein ganz geografisch evolutionsmäßiges Phänomen. Das hat ja einen Sinn, warum ich dunkle oder helle Haut habe. Ja. Und wenn ich dann die geografische Region massiv wechsle, muss ich irgendwie versuchen zu adaptieren. Da wird es wahrscheinlich Grenzen geben. Ja, und es geht ja nicht nur ums Vitamin D, sondern die Sonne, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, habe ich einmal darüber gelesen, diese Energie, alles, wir sind ja Energie und was das alles im System noch fördert und reguliert, wenn wir in der Sonne sind, dann ist es ja wirklich traurig, wenn wir die Sonne so meiden, eben nicht exzessiv, aber die Sonne, die ist ja unser Freund, würde ich mal sagen. Also alles, was mein Immunsystem stärkt, dazu kann auch Tiefschlaf gehören. Ja. Wenn ich einen Beruf habe, in dem ich Schichten arbeiten muss, oder wenn ich Probleme habe mit dem nachts ein- oder durchschlafen, hat das Einfluss auf meine Reparaturfähigkeit in meinem Körper. Ja. Wenn ich weiß, in der Chirurgie habe ich ja 7 Jahre lang gearbeitet, da habe ich gemerkt, dass ich nicht in der Lage bin, die gleiche Energie tagsüber aufzuwenden, wie wenn ich nachts super durchschlafe. Absolut. Das ist ein Riesenunterschied. Absolut. Und das ist nicht nur, dass ich halt müde bin, sondern es hat Einfluss auf mein Gesamtsystem. Mhm. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass mit zu wenig Schlaf oder mit Schichtarbeiten das dann das Risiko für ganz viele verschiedene chronische Erkrankungen ansteigt. Und das ist, denke ich, deswegen so, unter anderem, weil die Reparaturfähigkeit von Gewebe durch das Immunsystem nachlässt, wenn ich diesen Tiefschlaf nicht habe. Ja. Dafür ist ja unter anderem gedacht. Ja, ganz spannend. Und eben, wir haben in einer anderen Sendung schon gesagt, du machst ein Projekt mal, das dann in Zukunft sein wird, für Ärzte auch. Also das ist noch im Entstehen. Und du hast ja schon auch Warteliste. Wenn jetzt Menschen aber sagen, ja, okay, ich würde mich trotzdem interessieren, für jetzt meinem Problem mal meine Wirbelsäule richten zu lassen, oder könnte dann ein normaler Chiropraktiker, sage ich jetzt mal, auch schon ein Gewinn sein jetzt für eben solche Erkrankungen oder solche Störungen? Das kann ich jetzt nicht pauschal beantworten. Ich war ja selber in meiner Umgebung auch schon bei 8 verschiedenen Leuten, um mich zu behandeln. Aber es war bei allen, irgendwas hat mir dann immer gefehlt. Ja. Das heißt nicht, dass die das nicht gut können oder so. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, wenn man jemanden findet, der mit den Händen gut arbeitet, da auch aufmerksam zu machen, was man hat und wie die Idee vielleicht kann man auch dieses Video zum Beispiel dann zuschicken. Ja. Und man hat ja eine anatomische Vorstellung, welche Nerven wohin gehen und welches Organ, welches System kontrollieren. Und wenn man in der Lage ist, dieses System zu öffnen, das sollte jeder Chiropraktiker, jeder Osteopath und jeder Manualmediziner können. Dann, wenn derjenige dafür offen ist, kann schon sein. Ja, das ist auch eben, weil du bist da wirklich ein Vorreiter. Und wenn die Menschen jetzt denken, ja, das ist genau die Idee, man kann sich natürlich bei dir melden und vielleicht kannst du auch noch etwas dazu sagen, was du auf deiner Homepage oder wie man dich überhaupt findet. Es gibt da auch Informationen, wo man doch wieder noch mal einen Schritt weitergehen kann. Also die Homepage ist von Impulse Health Management, so heißt die Praxis in Ulm. Und da gibt es auf der Homepage auch digitale Angebote, das ist ein kleiner Button, wenn man den klickt, kommt man auf eine Seite, es ist danach eine Online-Plattform, wie ein Lexikon mit Videos von chronischen Erkrankungen A bis Z, zu allen Konzepten, zu ganzheitlichen Überlegungen, wie funktionieren Barrieren, was ist das Immunsystem, wie funktioniert mein Nervensystem, was hat Struktur mit Funktion zu tun, eigentlich vieles von dem, was ich auch hier schon gesagt habe.
aber eben nochmal ein bisschen ausführlicher und dann nachher auch auf Diagnose spezifisch. Von Achalasie, wo ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht habe. Das ist, wenn die Speiseröhre verkrampft und man nicht mehr richtig schlucken kann. Das ist eine furchtbare Sache für die Betroffenen. Auch schon zwei Menschen gehabt, beide haben profitiert. Bis hin zu nachher Zigarettenkonsum, Zähneknirschen von A bis Z sozusagen. Und es wird immer geupdatet mit neuen Videos, sodass man sich dann, wenn man ein bestimmtes Problem hat, sich auch bestimmte Videos angucken kann, ohne dass man sich jetzt durch ganz viel durchvorstellen muss. Und natürlich habe ich auch zwei Bücher geschrieben, da kann man sich dann auch spezifisch informieren, wenn man mehr Fragen hat. Und das soll eigentlich dazu dienen, dass man nachher in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, die einem dabei helfen, gesünder zu werden. Ja. Eine Hilfe zur Selbsthilfe. Es gibt ein paar Sachen, die kriegt man alleine wahrscheinlich nicht hin. Mhm. Unter anderem das Aufrichten der Wirbelsäule mit Manipulation. Man kann natürlich eine Faszienrolle benutzen und sich selber ein bisschen knacken. Das mache ich auch jeden Morgen, jeden Abend. Aber es gibt da auch Grenzen zu dem, was das dann erreichen kann. Und wenn ich ein paar Kollegen finde, die diese Ausbildung machen möchten, sehr gerne, und dann verbreite ich das so schnell ich das kann, und dann ist das Angebot dementsprechend auch größer. Also ein Appell, wirklich dieses tolle Wissen weiterzutragen. Ja, vielen Dank, Matthias, für dieses tolle Gespräch, und ich freue mich schon aufs nächste. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. So wichtige Informationen für uns alle und vielleicht auch Hoffnung für Situationen, wo man dachte, man muss jetzt einfach damit leben. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Sendung auch wieder dabei. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.